Hi, ich war wieder mal unterwegs und habe hier was zu Jurassic World gefunden. Naja, ein paar hübsche Dinosaurier, ich muss sagen, die sehen richtig gut aus. Die haben auch alle schöne Funktionen. Und es gibt ja schon ein paar zur Auswahl, groß und klein. Das ist zum Beispiel ein T-Rex für eher kleinere Kinder. Aber die anderen Dinosaurier sind schon richtig cool gemacht. Gerade mit diesen Bewegungspunkten finde ich richtig cool. Erinnert mich daran, als ich als Kind in dem Regal stand und die ganzen schönen Dinosaurier gesehen habe und die ganzen Geräusche und Funktionen da gesehen hatte. Hier sind auch diese kleinen Minis, richtig putzig. Kleine Mini-Dinosaurier. So eine kleine Blindbox. Man sieht zwar, welche es zur Verfügung gibt, aber natürlich nicht, wer da drin steckt. Sehr spannend. Waren jetzt auch nicht teuer. Fand ich richtig putzig. Ich weiß nicht, ob die aus Gummis sind oder Plastik. Es gab ja damals so Dinosaurier, die leuchten. Gibt es hier auch so Eier, Dino-Eier. Und die hier scheinen, also so wie ich es jetzt gesehen habe, eher so aus Gummi zu sein. Aber die sehen richtig cool aus. Gibt einiges zur Auswahl. Ja, sieht richtig cool aus. Mini-Dinos. Dinos gehen irgendwie Ja, immer. was Und meinst die sind auch richtig gut gemacht, finde ich. Von der Bemalung her sieht schon richtig gut aus. Mir gefallen einfach diese Bewegungspunkte, finde ich richtig cool. Dass die noch Geräusche machen, ist natürlich noch besser. Ja, richtig toll, finde ich. Also der große T-Rex gefällt mir ganz gut, aber auch dieses Wasserdinosaurier ist schon cool, dass es auch mehrere gibt. Flugsaurier, ich konnte jetzt nicht alle hier ausprobieren und rumdrücken. Weil ich wollte jetzt auch nicht die Batterie leer machen, aber so ein bisschen ausprobieren wollte ich schon. Der ein oder andere Dinosaurier erinnert mich an meine Kindheit, den ich auch hatte. Auch von Jurassic World, meine ich. Jurassic Park? Nee, Jurassic Park, glaube ich eher. Ja, auf jeden Fall mega cool. So Dinosaurier, ich glaube, die sterben in dem Kinderzimmer nie aus. Irgendwie sind Dinosaurier schon immer cool gewesen. Die Farben finde ich auch ganz toll. Ja, die sehen ganz gut aus. Die Zähne und so sieht ganz gut aus, haben eine schöne Größe, können wohl einiges irgendwie noch. Ich habe mir das jetzt nicht durchgelesen in Verbindung mit dem Handy oder man kann sich ja irgendwas runterladen. Ich weiß es nicht genau. Sehen aber auf jeden Fall cool aus. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man so ein paar Dinosaurier im Regal stehen hat, sieht es richtig cool aus. Und von Dinosauriers kann man nie genug haben. Man könnte sich hier auch mehrere kaufen. Ich meine. Man kann auch eine ganze Dino-Welt hier aufbauen. Man hat hier einige zur Auswahl. Hier Menschen habe ich jetzt noch keine gesehen. Figuren so an sich. Vielleicht kommen die noch zum Kino-Filmstart irgendwie zum Film passend. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nur diese Dinos gesehen. Ich habe jetzt auch noch keine Fahrzeuge gesehen, passend dazu. Aber das, was ich jetzt hier gesehen habe, hat mir ganz gut gefallen. Deswegen habe ich da auch mal ein bisschen rumgeguckt, denn Dinos gefallen mir auch sehr gut. Hier, der kann wohl auf Wasser irgendwie oder vielleicht bleibt er auf der Wasseroberfläche. Das wäre richtig toll, wenn der da so ein bisschen auf dem Wasser bleibt. Ich habe mir, wie gesagt, das alles nicht ganz durchgelesen, nur mal kurz drüber geguckt. Irgendwie konnte ich da nicht dran vorbeilaufen. Auch sehr interessante Dinos hier, die man so nicht so vielleicht so oft sieht. Also ich jedenfalls. Ja, und cool ist, jeder kann, so wie ich es jetzt gesehen habe, jeder kann Geräusche machen, jeder hat Bewegungspunkte. Es gab so den einen oder anderen Dinosaurier, den habe ich, so wie hinten auf dem Karton, den habe ich aber vor Ort nicht gesehen. Also das scheint wohl noch nicht alles zu sein. Oder es sind einige ausverkauft, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall richtig cool. Ich dachte, ich zeige es euch mal. Ich kenne auch nicht alle Namen, aber Dinos sind voll cool hier. Da stehen auch die Namen drauf auf den Kartons. Kleine Informationen, auch das Artwork vorne, richtig cool. Typisch Jurassic World halt. Noch ein, zwei Dinos. Weckt halt viele Erinnerungen, sieht richtig cool aus. Ich habe auch schon gesehen, dass es Stickers dazu gibt. Ist auf jeden Fall mega cool. Vielleicht hole ich mir dann den ein oder anderen großen Dino mal dazu. Ich finde halt den T-Rex richtig cool. Aber es gibt auch den ein oder anderen kleineren Dino, der richtig putzig ist. Mal schauen. Desto öfter ich wahrscheinlich dran vorbeilaufe, irgendwann passiert es dann, dass ich mir denke, ja, komm, nimmst du einen mit. Die sind schon cool, also muss ich echt sagen. Selbst die für Dinos für die ganz Kleinen sehen richtig gut aus. So, dann würde ich sagen, genug von den Dinos. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bye bye.